So, Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zum nächsten YouTuber-Duell. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, das DFB-Pokal-Orakel auf der PlayStation, ne? Stark, Dennis. Mit am Start der PAX Trader, der hier Frankfurt spielt. Richtig. Und ich werde mich hier mit Dortmund versuchen. So, dein Tipp im Real Life. Was glaubst du, wird's ausgehen? Oh. Ey, wir haben jetzt nicht das Berliner Olympiastadion eingestellt, ne? Lächerlich, das ist deine Schuld. Ich weiß nicht mal, ob man das machen konnte. Also mein Tipp ist ganz klar, obwohl ganz klar ist das nicht. Ich sag 1-1 nach 90 Minuten. Oha. Aber dann macht das Borussia Dortmund in der Verlängerung. Kein Elfmeterschießen, Aubameyang oder so in der 115. Meinst du? Ein richtig spannendes Spiel. So wie das Spiel jetzt hier auch spannend wird. Nein, der kommt nicht durch! Dein ja, Tipp? Ich tippe ein klares 2-0 Dortmund nach 90 Minuten. Oh. Ja. So, Schmelzer. Auf Schmelle. Ja. Ja. Also ich muss ja echt sagen, ich hatte echte Schwierigkeiten. Gegen Skywalker neulich. Nicht? Ich dachte schon, er meinte, er hat dich besiegt irgendwie. 10-0, was war das? Ja, genau. Ja. Nee, was wollte ich denn sagen? Den Kader hier aufzustellen. Warum? Weil ich wusste nicht, wen ich über außen spielen lassen soll. Spielt Max Meyer bei dir? Oh, Max Meyer. Okay, aber Alex Meyer, ne? Ja, guck mal hier. Ah, da kriegt er auch noch einen Eckball. So, oh, weia. Ja. So, ich habe eine neue Eckballtaktik, Alf. Oha, hau mal raus hier. Soll ich raushauen? Ja. Oder hast du sie von mir kopiert? Ja, Abschuss würde ich sagen. Ach komm, 3 Meter daneben. Der war fast drin. Ja, wie er immer glaubt, dass alles bei ihm fast ein Tor wird. Husti. Oh. Also wenn du jetzt hier gewinnst, ne, verkaufe ich meine PlayStation. Das Problem gerade war meine Dreieckstaste. Weißt du, mein Controller ist ja. Ja, also. Dein Controller ist kaputt. Du das hast du gerade eben an dem Dreieckspass, an dem Langpass, flachen Scheißdings da passt, gesehen. Dass meine Taste da nicht funktioniert. Da ist nämlich kein Druckpunkt mehr drauf, deswegen weiß ich nicht, ob ich einen Kurz- oder Langpass spiele. Oh. Komm. So, du bist ja mit Frankfurt hier ganz gut dabei. Ja, aber ein Konter und du kannst führen. Ja, das stimmt. Zum Beispiel jetzt hier. Ah, Mann. Ah, so doch nicht. Hab ich. Ja, ich habe keine schnellen Leute da vorne. Meier, die Pfeife. Ey! Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann muss ja auch mal gepfiffen werden. Dein zerstörerischer Umgang mit meinen Spielern. Ja, mein Spielstil ist echt ein bisschen aggressiv, ne? Aber nicht so aggressiv wie der Skywalker-Spielstil. Ja, der haut richtig rein, ne? Immer ein paar rote Karten. Ja? Echt, macht er? Ja, nach einem 6-7-0 wird er aggressiv. Ja. Nein! Nein! Komm, ja. Brücki! Ja, hier, Roman Brücki. Ramona. Ramona. Oh, was macht denn da ein Dembele mit der Ballannahme, ne? Jetzt aber. Meier, komm! Nein! Unfreiwillige Vorlage hier. Gacinovic. Ja, Dortmund findet noch nicht zum eigenen Spiel. Gibt bislang immer nur so ein paar Ausrisse in die Offensive. Ah, hier Schmelle, ganz stark. Ja, so, jetzt endlich mal Reus über links. Reus fährt ja nicht mit zum Confed Cup. Was sagst du zu seiner Nicht-Nominierung? Finde ich schlecht von Yogi. Ja, da könnte ruhig mal ein paar... Gerade Reus. Der hat ja schon so wenig Spielpraxis quasi in der Nationalmannschaft. Und Eckball, dankeschön. Andauernd verletzt. Ja, das stimmt. Gerade deswegen hätte ich ihn mitgenommen, ja, den Marco. Ja, deswegen ja. Vielleicht seinen Pokal da nochmal holen. Hat er schon den WM-Pokal nicht bekommen. Ja. Hätte er jetzt wenigstens den Confed Cup-Pokal kriegen können, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber nee. Wen nominiert er? Sowas wie... Naja, obwohl Mittelfeld... Obwohl der Kader eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, wenn du guckst, über links können wir hier Dings spielen lassen. Sané. Unter anderem. Draxler.
Ich dachte aber eher an Julian Brandt. Oder Marvin Plattenhardt, ne? Ach ja, der ist auch noch mit dabei. Du bist ja der Meinung, der geht zu den Bayern, ne? Habe ich gehört. Nee, ich hoffe, dass der nicht zu den Bayern geht. Warum nicht? Der soll mal schön in Berlin bleiben. Aber wir haben den ersten neuen Spieler geholt, ne? Nein! Hau weg! Oh! Welchen Spieler habt ihr denn verpflichtet da, Matthew Hertha? Lecky. Wen leckst du? Matthew Lecky haben wir Matthew geholt. Matthew leckst du, okay. Ja, Matthew habe ich. Stark. Der wird abgehen, du. Der wird abgehen wie eine Rakete. Meinst du, der wird abgehen? In Berlin. Ja. Der passt auch zum Berliner Spielstil. Schnell über die Außen. Was sagst du denn überhaupt dazu, dass Frankfurt so weit vorgedrungen ist hier im... Ja, einfach lächerlich. DFB-Pokal. Gegen wen musst du nochmal ran? Gegen Gladbach, ne? Weiß ich nicht mehr. Doch, ich glaube... Du weißt doch, außer die Bayern-Spiele gucke ich eigentlich nichts. Ja, weiß ich ja. No! Doch, ich glaube im Halbfinale gegen Gladbach. Aber die davorigen Gegner weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also kann ich nichts zum Einzug ins Finale hier sagen. Einwurf Dortmund. Ja, Dortmund hat sich ja durchgesetzt gegen Bayern. Das war ja aus meiner Sicht ein skandalöses Spiel. So, jetzt macht er hier das Ding wahrscheinlich. Okay, macht er nicht. Doch, mache ich. Guck mal, jetzt hier Longshot. Husch die. Komm, da musst du schon früher aufstehen. Früher? Ja, du musst doch ein bisschen früher aufstehen, oder? Du schläfst doch immer bis um 13 Uhr. Ja, wer aber auch bis nachts um 3, 4 wach bleibt, ne? Ach, jetzt schnackt er wieder rum. Er geht immer schlafen. So ist das. So ist das. Du lenkst mich hier ganz schön ab, ne? Das ist deine Taktik, ne? Oh, verdammt. Du redest kaum was und ich... Nein? Nein? Och, Gott, du Gott. Wieso? Ich erzähl doch die ganze Zeit. Wieso lenke ich dich ab? Nee, du erzählst gar nichts. Ich frag dich doch nicht mal was heute. Ja, siehst du fragst mich die ganze Zeit was. Nee, eben nicht. Doch. Was ich davon halte. Ich hab dich durchschaut. Ich hab dich analysiert. Ah! Oh! Uiuiui. Oh. Ja, ich bin nicht wie der Skywalker, der sich hier nach dem 2-0 geschlagen gibt und dann am Ende zweimal eine 10-0-Klatsche bekommt. Nein! Was ist hier bloß los? Was ist hier los, ne? Also, anfänglich hatte Eintracht ein bisschen mehr vom Spiel und dann kam Dortmund immer stärker dazu. Und ich denke mal, dass die zweite Halbzeit eine Dortmunder Halbzeit werden wird. Nee, eine Frankfurter. Ich hoffe, dass hier noch Tore fallen, ne? Und ja. Ich glaube, Verlängerung kann man hier nicht einstellen. Ja, wir machen das schon. Zur Not lässt du mich einfach gewinnen am Ende. Okay. Oh, Dembélé. Weg damit. Ach, weg hier. Das klappt leider nie, muss ich so zugeben. Ich versuch's trotzdem immer wieder, die Stall dahin zu spielen. Nee, aus Einwurf ja. Dortmund. Schade. Ja. Du wartest worauf? Ich warte. Ich habe Schale gesagt. Die Schale habt ihr nicht. Die ist ja, in München. Schale haben wir. So ein Verrückter. Lächerlich, komm. Ja. Och, jetzt zieh doch den Freistoß nicht. Nö, hier, ne? Doch, ich zieh die Karte. Ja, deswegen. Er war einst ein Bösewicht, da traf dem Abraham das Strafgericht. Hier, siehst du doch nochmal, das war wirklich eine böse Aktion hier. Da war überhaupt nichts Gutes dran. Der Ball gespielt. Wie der Skywalker. Ball gespielt. Wie der Skywalker-Kanal, ne? Ja, und jetzt? Wieso ist da rechts keiner? Lächerlich, die hören auch nicht auf den Trainer, wenn man was sagt, ne? Über die Flügel spielen, lächerlich hier, wird überhaupt nichts gemacht. Jetzt mit Tempo, Gacinovic. Nochmal hoch. Und nochmal hoch. Und zu Alex Meyer. Und runter. Und nochmal runter. Und Flanke auf Alex Meyer. Und Tor. Nein, das war dein erster einigermaßen guter Spielzug, muss ich sagen. Ah, schade, den habe ich mir so schön vor Augen geführt gerade. Oh, Freistoß. Nee, komm. Ich wollte ihn ziehen. Was? Das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alex Meyer. Eine Granate. Der schießt einmal aufs Tor da. Weißt du, ich spiele da so schön Fußball.
Schau dir diese Granate an hier von Alex. Unrealistisch, denn Maier wird im Real Life hat er das überhaupt nicht so drauf. Perfekt in den Winkel. Ach, lächerlich. Perfekt. Besser geht's nicht. Ach, und schon wieder spielt er da. Welche Tastenkombi gibst du denn eigentlich immer ein? Wieso? Wo? Na, bei deinem Controller. Welche Tastenkombi? Um die Schwalbe zu machen. Ah, den hätte ich wirklich besser spielen können. So, jetzt wieder schnell. Wieso ist da schon wieder keiner? Wo ist hier? Steht da überhaupt nicht hinten bei Alf. Nee, das ist gar nichts. Und jetzt kommt eine schöne Bananenflanke auf. Ohohoho. Alex Maier nicht mit mich gleich direkt ins Tor. Was? Nicht mit mir. Habe ich antizipiert. Ah! Jetzt dreht aber auf hier. Maier! Nein! Der Dortmunder steht da 5 Minuten, wartet, dass er den Ball spielt, ne? Alf, ich halte die Faust in die Facecam. Guck mal hier. Ja, gut, wie Maier. Stark von Alex Maier. Ja, da kannst du auch nicht viel machen gegen Maier. Ist einfach ein Biest. Ja, aber Dortmund muss jetzt kommen. Hohohoho. Nein, das war. Bade, Junge! So schön und einfach kann Fußball sein. 2-1. Willst du es dir nochmal angucken zu Schulungszwecken? Da ziehe ich meinen Hut auf, ne? Nuri Sahin. Und wenn du dir meine Let's Plays anschauen würdest mit Bayern, ich schieße die Hälfte meiner Tore genauso. Nur mal als Tipp. So, ich wette gleich sagen, wie ich die andere Hälfte mache. Ah, so? Schade. Hä? Einmal ins Aus, bitte. Oh, hast Hand. Du noch? Och. War eigentlich Hand. Nee, Hand spielt hier nicht. Aaron, doch, doch. Jetzt kommt er aber hier, du, ne? Jetzt kommt er aber hier! Lächerlich. Wenn das nicht rot ist, ne? Wenn das nicht hier die rote Karte ist. Nein, es gibt wirklich rot. Also, falls ihr euch fragt, warum ich aber da oben hingucke, da sehe ich dann nochmal die Wiederholung des Spiels. So. Ja, eigentlich bist du ein Arsch, weil du das gemacht hast, ne? Jawohl. Ah, shit. Wieso bin ich ein Arsch? Naja, das wäre das 2-2 gewesen. Ich habe Bestrafung dafür bekommen. Das ist doch keine Bestrafung. Na klar, eine rote Karte ist eine Elfmeter wäre eine vernünftige Strafe gewesen. Nee, ich muss erstmal wechseln. Hier. Jetzt zieht er die Karte hier. Komm, die letzten 20 Minuten kannst du mal weiter spielen. Lächerlich. Nein, ich muss es so wie Frankfurt machen. Das ist ja realistisch. Vielleicht spielt der Frankfurt wirklich 2-0. Kriegen eine rote Karte. Dortmund kommt nochmal wieder. Du weißt, es steht 2-1. Oh, jetzt spielt er aber weiter. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja, ich weiß, dass es 2-1 steht. Deswegen habe ich ja gesagt, Dortmund kommt wieder und dann spielt Frankfurt defensiver. Es ist alles realistisch hier. Hä, wieso ist da so eine Riesenlücke? Wieso war da eine Riesenlücke? Wieso? Wieso? So, Eckball-Taktik Nummer 3. Okay, warte. So. Alter. Ach, lächerlich. Guck mal, da steht doch einer. Und nochmal eine Ecke. Danke. Ja. Aber was war denn das für ein stümpelhafter Versuch hier? Oh! Komm, da muss doch einer. Und jetzt hat er die Chance. Ach, da ist doch einer. Aber hab ich doch. So, wir müssen natürlich ruhig bleiben hier mit Dortmund. Oh nein, das gibt's nicht! Ärgerlich. Nein! Ja. Och, komm! Nix. Der Schiri pfeift nicht! Er pfeift nicht! Lächerlich. Komm! Ja, wir haben noch 10 Minuten, wir bleiben hier ruhig mit Dortmund. Och, Maja. Nein. Doch. Da ist er verletzt vorne, der Kagawa. Nein, wo spielt er denn hin?
Shit, 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 shit. Oh. Nein! Der hat aber auch ein Glück hier. Pille. Ja, den hat er gut ausgespielt. Maja, Fußballgott. Gerade später. Nein! Lex Meyer. Ich dachte, den spielt er so Lex schön Meyer. Dahin. Ja. Alex Meyer, Fußballgott. Ja, es steht 2-2 oder es fällt das 3-1. Das musste ja so kommen, ne? Oh, danke. Shit. Ja, danke, bitte. Aber ich glaube, das ist durch hier, ne? Meinst du? Ja. Oh nee, das gibt's nicht! Da spielt er den schnell in die Mitte, du. Der Fuchs. Aber deine linke Seite, du, die... Ist nee, meine rechte, wenn. Ja. Wenn, ist es meine rechte. Ja, deine rechte halt. Von mir aus die linke, mein Freund. Komm. Nein, der musste das. Er wusste genau, dass ich diesen Schritt mache. Pfeif ab. Oh oh. Nein, jawohl. Er springt da auf den Ball rauf. Ja, Eintracht wird DFB-Pokalsieger mit einem 3-1 gegenüber Dortmund. Ja, aber stark, Dortmund, ne? War kurz und dran, also nahe dran. Ich muss ehrlich zugeben, ja. Der Alf Puschen hat heute sehr gut gespielt, auch wenn es jetzt 3-1 ausgegangen ist. Du weißt, das 2-2 hätte wirklich fallen können eben noch, ne? Ja, guck mal hier. Ja. Jetzt haben wir wirklich ein realistisches Bild. Stark. Einfach stark. DFB-Pokal. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Kein Problem, Alfinator. Ja. So, schreibt euren Tipp doch mal in die Kommentare, was denkt ihr, wird Dortmund das packen oder schafft es die Eintracht? Das war's von uns, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Ich sag wie immer, Aufnahme. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen! Stark, Dennis. Stark, Alf. Guck mal, du kannst es gleich als Thumbnail hier nehmen, ne? Ja.